Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge vom Football Manager 2019. Ich habe eigentlich versprochen, dass ich sie letzte Woche Freitag bringe, diese Folge. Und dann habe ich es trotzdem verkackt. Es tut mir schrecklich leid. Nichtsdestotrotz ist der, naja, die ersten zwei Minuten jetzt wieder ohne aktuellen Sound. Denn das war auch in der letzten Folge schon so. Könnt ihr gerne rechts unten beim i vorbeischauen, dass eben die Tonspur sich richtig, richtig hässlich angehört hat und ich die einfach weggelassen habe. Aber das nur hier im ersten Spiel gegen Werder Bremen. Leider nicht mehr Micha. Micha ist ja bei Gladbach mittlerweile dann wieder. Ja, aber trotzdem haben wir hier das erste Spiel gegen Bremen, naja, so lala bestritten. Ich bin gespannt. Ihr habt ja eben das Spiel gegen Bremen am Freitag gesehen von der Hinrunde, wo wir mit Gladbach gespielt haben. Hier gleichen wir allerdings dann doch aus mit Robin Quaison. Saugeil, Alter. Der war nicht schlecht, der Angriff. So könnten wir das gerne öfter machen. Ich werde jetzt ein bisschen nachkommentieren. Wie gesagt, geht auch nicht zu lang. Ich weiß nicht, so 2, 3, 4 Minuten vielleicht sogar, wenn ich es jetzt hier so analysiere gerade. Aber auf jeden Fall gibt es ganz viele Szenen dazwischen und das zweite Spiel dann endlich wieder mit Ton. Ja, nur dass ihr da wegen Bescheid wisst. Ich hoffe, dieser Fehler passiert mir nie wieder. Wobei es ja auch ein bisschen an der Technik eher lag. Ja, kann man nichts machen, aber ist auf jeden Fall so. Wir sind ja immer noch mitten im Abstiegskampf mit drin. Und sind auch schon ziemlich am Ende. Also ich weiß nicht, es kommt noch eine Folge oder kommen noch zwei Folgen? Bin ich mir gar nicht sicher. Aber mehr als zwei Folgen kommen auf jeden Fall nicht mehr. Eine Folge oder zwei Folgen. Und dann geht es dann in die zweite Saison, sofern wir eine machen. Aber ich glaube schon, dass wir uns für die zweite Saison entscheiden. Natürlich geht es dann wieder bei Mainz los. Also bei den Vereinen, wo wir jetzt sind. Einfach unverbindlich weiter und nicht eine neue starten oder so, sondern auch mit den ganzen Transfers und so einfach weitermachen. Wir befinden uns mittlerweile schon in der zweiten Hälfte, immer noch 1:1. Ja, die Siege sind so wichtig, weil wir haben natürlich ein gewisses Polster auf den Abstieg. Ja, wir können sagen, okay, es ist nicht schlecht. Ja, wir könnten das ein oder andere Spiel auch verlieren und unentschieden spielen oder so. Nicht volle Punkte mitnehmen, aber wir haben natürlich nicht so ein Riesenpolster, dass wir halt nicht absteigen, ne? Also wenn wir jetzt, wie gesagt, alle verlieren würden, dann steigen wir halt einfach ab, ne? Und das ist so ein bisschen das Problem. Also das Polster ist da, aber nur nicht ganz so groß wie vielleicht erhofft. Den restlichen Part habe ich übrigens schon geschnitten. Da ist auch eine witzige Szene dabei. Was heißt eine witzige? Da sind immer witzige Szenen dabei. Aber eine, die ich so ein bisschen cool gecuttet habe. Mal schauen, ob sie euch auffällt. Wenn ja, schreibt es mir in die Kommentare. Was habe ich verändert? Was habe ich witzig versucht zu schneiden? Ja, wie gesagt, wenn es euch auffällt, in die Kommentare. Dann würde ich sagen, jetzt viel Spaß. Leider nun unentschieden. Let's go. Leute, ja, wir haben hier Jans Spiel gerade angeguckt und da habe ich schon ein bisschen mitgekickt. Düsseldorf verliert ihr nächstes Spiel gegen Freiburg und das ist tatsächlich auch geschehen und das ist der Grund, warum ich nicht mehr auf Platz 17 kommen kann, denn es sind nur noch zwei Spiele, zumindest für Düsseldorf eben, und 7 Punkte Abstand zu Mainz. Egal, ob wir jetzt alle drei Spiele hintereinander verlieren, wir werden wahrscheinlich dann nicht mehr auf Platz 13 stehen, aber absteigen, direkter Abstieg schon mal zumindest nicht und ich glaube Platz 16 auch nicht mehr. Dortmund hält die Klasse und Hoffenheim auch. Ganz, ganz stark. Dortmund und Hoffenheim. Leverkusen spielen schon alle in der Champions League. So Leute, das wird interessant. Der Micha spielt gegen Hoffenheim, die wir am allerletzten Spieltag dann auch nochmal als Gegner bekommen. Und ich spiele gegen Leipzig. Das wird interessant, denn Dortmund spielt auch gegen Werder Bremen, die überraschend, wie ihr gerade gesehen habt, ihren Klassenerhalt geschafft haben. Leverkusen gegen Frankfurt, das gewinnt Frankfurt easy. Also gut, liebe Leidl, dann spielen wir jetzt gegen Leipzig. Die haben aus den letzten 5 Spielen 4 gewonnen. Da habe ich Bock. Aber ja, ich habe es gerade schon gesagt, wenn ich gewinnen sollte, bin ich aus dem Abstieg raus, aus dem Abstiegskampf und wäre sogar über Augsburg, was ziemlich schmackhaft wäre. Von daher gehen wir mal in die Teamauswahl und dann gucken wir da mal, was wir hier ein bisschen ändern können. Nationali, der könnte eigentlich mal weg da, aber ich habe halt gar keinen Ersatz für ihn.
diesen krassen Typen. Mit Gladbach haben wir 6:1 gegen Leipzig verloren. Das soll heute nur verhindert werden. 24. gelbe Karte für Diego Demme. What the fuck? Alter. Alter, der hat einfach mehr wie Jan insgesamt. Willst du mich verarschen? Ich will den kaufen. Der passt genau zu meinem Spielstil einfach. Ach man, geht weg. Der würde bei dir immer rot bekommen. Ja, fände ich gut. Ezzonali. Mateta! Ja. Mateta! Fick dich, Schiri! Fick dich hart in dein scheiß Mull! Hallo, er hat doch noch nichts entschieden. Wenn er da hinrennt. Das Tor zählt. Zählt? Ich sag, das Tor zählt. Bitte zähl. Ja, zählt, sag ich doch, zählt so alles. Easy! Ja. Ich liebe dich, Schiri, den 50er kriegst später. Wo soll das auch abseits gewesen sein? Ist so. Dortmund führt gegen Bremen. Mit Adler dachte ich immer so, ja, der hält schon. Und mit Müller jetzt im Tor, den ich nicht mal kenne. Felix Müller kennst du nicht? Naja, oder Fabian? Heißt du überhaupt Felix? Wolf. Felix oder Fabian? Easy. Er ist ein Talent. Er heißt Florian. Ach, Florian war's. Den kennst du nicht, sagt er zu mir. Boah, wir sind aber in der 15. Tag auf den Vornamen, der ist ein deutsches Torhüter-Talent. Ja, dann soll er mal heißen. So, ich hoffe mal, dass Herr Adler ist einfach besser. Boah, Mateta! Was für ein geiler Pass! In die Mitte. Und Özcanali! Oh, was machen die denn da für einen Schmarrn? Ja, das ist Zeitspiel. Ist jetzt nicht so die bekannte Gegend für Currywurst. Gar nicht. Oh, fick 41. dich. Saisontor. Gar nicht unrealistisch, Alter. Oder? Gar nicht unrealistisch. Ich habe das Gefühl, dass hier irgendwie ein paar Zahlen verdreht sind bei... Nee, glaube ich nicht. 26 Karten, 41 Tore. Da läuft alles mit rechten Dingen zu. Und ich sag, Jan cheatet. 42. Tor. Kann ich bitte Trainer von Leipzig werden? Er stirbt wieder komplett. Geil. Das ist nicht mal ein Bug. Das ist halt wirklich so. Mateta! Oh, Mann! Oh, der muss doch drin sein. Abseits. Ne, Ecke. Ja, abseits oder? Jetzt! Was? Oh. Und dann kassiere ich ein Tor. Oh, was eine starke Grätsche von Bungert. Der Typ, der auch schon ein Eigentor gemacht hat. Grüße gehen raus. Meins. Ruhrpott. Ja, Ruhrpott, komm, macht es da. Jetzt Mateta. Ja. Nein. Oh. Was bist du für ein Spacken, dass du mich hier auslachst? Ich lach dich nicht aus. Nee. Bei dem ihr zwei mich gegen Hannover, Alter, ausgelacht habt, ist bei mir richtig. Könnt ihr mir auf die Tabelle gucken? Sag mal, aber wenn spiel ich eigentlich auch noch nur gewinnt, noch unentschieden? Dann hätten sie 60. Ich spiel irgendwie nur noch unentschieden jetzt mittlerweile. Nee, das mal. Normalerweise ich, ja, aber gerade verliere ich. Eben, und ich nur noch unentschieden. Ja, freue ich doch, dass du immer unentschieden, ja, spielst. Ja, freue mich richtig. Gegen Labtsch. Wenn ich, ja, und gegen Düsseldorf, Hannover, Bremen. Ich freue, ja, mich ich vielleicht richtig auch gegen die. Ich freue mich richtig, vor allem weil ich dann nicht aus dem Abstiegskampf rauskomme. Und wenn Bremen jetzt auch noch, ach, hier 1-1 spielt, dann rast dich richtig aus. Ja, du kannst echt doch gar nicht mehr absteigen. Doch, auf oder? Deinen Platz kann ich kommen, 16. Ja, auf meinen, aber das ist doch kein Abstiegsplatz. Ja, ist so. Doch. Außerdem ist der schon reserviert für mich. Regionalabstiegsplatz. Nee, der ist für Bremen reserviert. Komm schon, Leipzig, schieß ein Tor. Nein! Eieieiei. Ja, das hätte Adler einfach, der hätte es. Scheiß Müller. Letzte, boah, Möglichkeit. Was für ein Pass. Aaron Martin. Ja, das war gut und jetzt gibt's sogar nochmal den Konter. Aber das oder ist eine rote egal. Karte. Nee. Ende. The End. Wieder verloren. Ja! Ich krieg.
an Brechreiz. Also nicht, dass du verloren hast, aber 17 zu 9 Schüsse, 7 zu 8 auf so 48, 52 Ballbesitz. Ziemlich ausgeglichen, hätte auch 2-2 ausgehen können, wäre verdienter gewesen. So sind wir immer noch im Abstiegskampf dabei, auch wenn wir den Vorsprung noch haben, aber wir können ihn halt nicht ausbauen und das ist echt traurig. Fans kritisieren Mikes Taktik. Ja, guck, bei mir steht, dass ich dich immer mit Wohlwollen verfolge. Das ist lieb. Ja, ich weiß. Ich find's gut, dass meine Jobsicherheit steigt. Wahrscheinlich, weil wir vom Abstieg wegkommen. Platzierung 11 bis 16 noch möglich. Hier, Abmod. Ja. Ach so, warte. Genau. Jetzt. Gut. Wer macht denn überhaupt? Du? Nee, ich nicht, oder? Du. Ja, du. Mike muss. Nein, sollst du wieder, dass ich nicht so viel mach. Doch, musst du. Nein, muss ich nicht. So, meine Damen und Herren, ich mach mal die Abmod für Mike. Jetzt Mike, komm. Ich mach die nicht. Was? So, Leute, Mike möchte Tschüss sagen. Ciao. Wieso, was? Jetzt mach hin. Ich mach die nicht. Du bist dran. Nein, bin ich nicht. Doch. Alter, wie doof seid ihr denn? Micha ist dran. Dann mach ich's jetzt einfach. Ja, mach doch. 3, 2, 1. So, ihr Lieben, das war die heutige Folge. Wie die anderen Spiele alle ausgegangen sind, seid oder wie auch immer, das seht ihr bei denen auf dem Kanal, oben unterm i oder auch unterm Video. Ich hab's vorhin schon mal gesagt. Und dann dürft ihr auch da gerne einen Daumen da lassen. Und dann viel Spaß euch. Habt noch einen schönen Tag. Haut rein. Man sieht sich. Ciao und tschüss. Euer Micha. Bis dann. Bye-bye. Ciao, ciao.